Und in diesem Video werden wir als erstes die Wahrnehmung in der Hand, die Propriozeption steigern mit Hilfe einer Bürste. Ist egal, was für eine, sollte nicht zu hart sein, vielleicht auch nicht ganz zu weich. Und wir beginnen auf einer Seite mit dem Bürsten des Handgelenks. Hier hat es sehr viele kleine Sinnesorgane der Bewegung und Stellung, Propriozeptoren. Und dann gehen wir über die Hand hinaus mit der Bürste und vorsichtig auch auf der Rückseite. Et voilà. Noch einmal kurz zum Handgelenk, dann noch die Handinnenseite. Und jetzt etwas ganz Erstaunliches, wenn wir jetzt die beiden Arme vergleichen, inklusive Schultern, merken vielleicht, dass die ganze Seite sensibler ist, aber auch entspannter. Gleich zur anderen Seite, Handgelenk. Genau, sehr gut. Dann über die Finger hinausstreichen. Sehr schön, genau. Tut gut, kitzelt etwas. Genau. Und dann noch auf der Rückseite. Zum Schluss noch einmal das Handgelenk, die Handinnenseite und jetzt, ja, ganzer Oberkörper hat sogar profitiert. Als nächstes finden wir ein Stück Lehm. Genau. Vielleicht haben wir noch eins irgendwo rumliegen und sonst kann man das natürlich überall kaufen. Und ein Stück Lehm ist ausgezeichnet für Fingerübungen. Wir drücken mit dem Daumen und an einem Finger nach dem anderen in dieses Stück Lehm hinein. Und wir merken da wirklich ziemliche Kraftunterschiede. Drücken, drücken und drücken. Sehr gut, ja? Und immer entspannt atmen, lockere Schultern. Genau. Sehr gut, ja? Und vergleichen dann die beiden Seiten. Wir merken, wir sind schon geschmeidiger. Und die andere Seite noch. Eins. Zwei, das kann man natürlich noch mehr wiederholen, als wir es in diesem Video machen. So. Und noch einmal. Genau. So und so. Super. Und dann sind wir ausgeglichen, so hoffen wir. Und dann nehmen wir noch einen Ball. Das ist ein kleiner harter Franklin-Methode-Ball. Das kann auch etwas anderes sein. Und wir legen den Ball zwischen die Hände hier. Die Handinnenfläche und rubbeln ganz schnell. Hier ist nämlich die Palmar-Operose und die ist eben sehr wichtig für die Hand. Das ist eine Faszie. Wir rubbeln diese, aber immer mit schönen, entspannten Schultern, bewegen etwas herum beim Rubbeln. Genau. Et voilà. Wir merken, das dehnt die Hand richtig auf, macht sie richtig geschmeidig. Und am Schluss machen wir noch kleine Dehnungen hier, der Handzwischenräume, und ich drücke auch etwas mit den Fingern gegen den Ball. Et voilà. Und dann wechseln die andere Seite, kleine Kraftübung. Genau, und dann hier, das ist eine super Übung, ja. Et voilà, immer schön atmen. Hier. Und dann am Schluss noch hier. Genau. Et voilà. Und Hände ausschütteln. Ganzes Körpergefühl wahrnehmen. Genau. Wahrscheinlich fühlen wir uns überhaupt jetzt etwas wohler nach diesen Übungen. Also, unbedingt weiter üben. Und wer noch mehr lernen möchte, auch über die Faszien, Muskeln und Gelenke der Hand, so habe ich am 21. Juli ein wunderbares Webinar vorbereitet. Und ich freue mich darauf, euch dort zu begrüßen. Tschüss und bleibt gesund.